Ja, meine Lieben, heute ist einiges los. Ja, wir haben als allererstes die Karte von The Two of Pentacles. Hier geht es um das Hin- und Her-Jonglieren in einer Beziehung, in einer Partnerschaft und so die Ausbalancierung zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen. Und das ist nicht ganz so einfach immer. Wir haben dazu die 10 der Schwerter. Ja, also hier ist irgendwie eine Situation gewesen, die vielleicht nicht ganz so gut ausgegangen ist, ja, wo man blutend am Boden liegt, mit diesen 10 Schwertern im Rücken. Und es geht darum, in diese Auferstehung reinzugehen. Das haben wir ja eigentlich ganz cool dargestellt. Durch diese Seele, ja, die aufsteigt. Und die 10 zeigt auch, dass eine schwere Situation zu Ende geht. Allerdings weiß man noch nicht genau wie. Ja, das ist wahrscheinlich heute so diese große Frage, dieses Ausbalancieren hin und her. Weil wir dazu auch noch die Eight of Swords haben. Ja, also jemand, der hier feststeckt in Gedanken. Das sind also Karten, die mit Gedanken zu tun haben, im mentalen Bereich sich abspielen. Und an sich ist es eigentlich ganz easy, diese Fesseln zu lösen, auch diese Augenbinde abzunehmen und hier zwischen diesen Schwertern rumzulaufen oder durchzulaufen. Man weiß aber selber noch nicht ganz genau wie. Und irgendwie ist hier so ein bisschen, ja, durch diese 10 der Schwerter etwas, was so hoffnungslos ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz haben wir nicht aller Tage Abend, ja, weil hier immer noch Energien sind und die Aufgabe darin besteht, wie gesagt, das auszubalancieren, das Ganze in einen Ausgleich reinzubringen. Ja, der King of Wands signalisiert, dass man hier in diese Königsenergie reinkommen soll, reinkommen muss, in die Heilung reinkommen soll. Also der King of Wands ist im besten Fall mit seinem Zauberstab unterwegs und der nimmt auch Action. Erstmal muss man aber aus den 8 der Schwertern raus, ja, vom Boden aufstehen, dann mit den 10 der Schwertern, um dann diesen Zauberstab in die Hand zu nehmen und eben auch in diese Feuerenergie reinzukommen, mit Leidenschaft so einen Sprung nach vorne zu machen und Herr der Situation zu werden. Meine Lieben, alles Liebe und Gute und bis ganz bald. Bye bye.